Moin Leute, hier ist Chroma, ich zocke bis ins Koma und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SWTOR mit unserem Xaxis, dem Gründertitel und einem Kommando. Mit einer Quest direkt vor unserer Nase, die wir abgeben können. Ich habe von einigen Querelen in der Quarantänezone gehört. Ich schätze, das wart ihr. Ja. Ich kann nicht über Einzelheiten reden. Geheime Mission, was? Von mir aus? Ich werde dafür sorgen, dass Soldaten der Republik sich vom Club Ufora fernhalten. Yes, genau so wollen wir das. Falls ihr die Möglichkeit habt, ein alter Freund im Industriesektor könnte jemanden wie euch gebrauchen. Wie immer. Er heißt Ganuk. Ja. Wir lassen uns hier Stück für Stück durchleiten. Jetzt haben wir schon wieder so ein Teil bekommen hier. Mann, blödes Inventar. Wo ist es? Da. Bam, aktiviert einfach diesen Mist und los geht's. Juhu, mehr EP für mich. Und wir können jetzt in den Industriesektor. Los geht's! Kurz vorm nächsten Level ab, sehe ich das richtig? Mhm. Das Chromaros-Vermächtnis. Sehr schön. Wollen wir mal kurz nebenbei schauen, ne? Wo ist denn das Vermächtnis? Ich glaube hier vorne. Da ist das Vermächtnis. Tada. Habe ich mir gar nichts gegönnt bisher, ne? Mhm. Erhöht den Gefährten-Dingens. Mhm. Wir könnten ja so ein bisschen was mal leveln, aber das mache ich ja bisher gar nicht. Erkundungsklassenmissionserfahrung könnte man mal kaufen, ne? Kaufen und kaufen. Das sind ja alles Klassenmissionen. Kaufen. Kauf dich ein, mein Freund. Kauf dich ein. Ja, guck mal hier. 6% mehr EP. Oh, das lohnt sich total. Hm. Ja. Genau so ist es. Wir fliegen immer noch. Das geht ja auch mal gar nicht. Führungsstärke. Okay. Vorzüglichkeit. Was ist eigentlich das? Achso, Intrigue. Ja. 40.000 kaufen. Ich gebe ja sonst kein Geld aus, ne? Und 75.000. Wer hab ich denn? Ja, kaufen. Los geht's. Geiler Scheiß. Stufe 33, Mann. Jetzt geht's los. Ah, Spaß beiseite. So, wir haben uns jetzt die Gleiternavigation gekauft. Ist das nicht schön? Jetzt sind wir ein Stückchen schneller. Hui! Ich sehe schon. Wir müssen wieder ganz weit. Ich glaube, jetzt sind wir hier in diesem umkämpften Bereich, ha? Gut, dass ich nie auf dem PvP-Server spiele. jo. Sieht soweit ganz gut aus, würde ich mal sagen. Bis jetzt. Und wir sind bei der ersten Aufgabe angekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Aufgabe ist das hier? Vernichtung. Sprich mit Ganuk. Ist das jetzt wieder die neue Nebenaufgabe? Ich glaube schon. Ja, egal. Machen wir es einfach mal. Wir tun einfach so, als ob. Ganz einfach. Okay. So, da geht's jetzt auch schon wieder los. Ganuk, schön, dass wir dich treffen. Ein Fremdling, der Knechtschaft durch das Imperium entgehen konnte. Mhm. Auf die meisten von uns trifft das nicht zu. Ich bin Ganuk. Offiziell bin ich Vorarbeiter, aber die meiste Zeit über organisiere ich den Widerstand. Sehr schön. Die Hutten und jetzt das Imperium. Ja, dann erzähl mal. Wie ist die Lage? In der Nähe gibt es eine Chemiefabrik. Meinen Quellen nach entwickelt das Imperium dort Gifte, um spezielle, empfindsame Spezies zu töten. Ich habe eine Agentin losgeschickt, um weitere Informationen zu sammeln, aber sie ist verschwunden. In der Fabrik wimmelt es von imperialen Wachen. Wir können sie also nicht infiltrieren. Ich brauche einen direkten Angriff. Wir müssen in ihren Hauptcomputer und ihre Pläne aufdecken. Bin dabei! Das Imperium kann nichts von mir verheimlichen. So schaut's ich werde aus. Es tun. Schön, dass ihr so denkt. Halt mir den Genozid auf. Den Hauptcomputer. Schließt diesen Datenscanner an und ich erhalte Fernzugang. Dann finden wir heraus, wem genau das oh, Imperium was ist denn mit den Schatten? Chemikalien vergiften will. Was ist mit den Schatten los, Spiel? Was soll das? Wartet mal ganz kurz. Also so geht's nicht. Was sind denn das an Daumen für quadratische Schatten? Ultra. Was soll ich denn noch einstellen? Der Schattenkomplexität ist schon hoch. Verbesserte Schatten ist drin. Die Schatten sahen aus wie Minecraft. Verdammt nochmal, ich hasse das. Weißt du, ich hasse das einfach nur. Wofür stelle ich denn dann bitte schön die Qualität so hoch? Kriegst ja erstmal so eine komischen quadratischen Scheißteile angezeigt. So, weiter jetzt.
Lass uns nicht weiter aufhalten, ich weiß, aber das ist nervig. Ja. Ihr erwartet bestimmte Qualität und dann kriegt ihr da so einen quadratischen Schatten angezeigt, als ob du hier eine Macke kriegst, ey. Müssen wir jetzt hoch? Nee, wir müssen da hinten durch, ne? Genau. Na ja, dann klatschen wir mal oben. Moin, moin. Lasst euch gut gehen. Ah, kannst du mal aufhören hier, ne? Freund der Sonne. Der Dicken. Lord der Dicken 10. Ha. Piu, piu. So. Sehe schon unsere Bonusaufgabe. Machen wir einfach mal schnell mit, ja? Machen wir mit links. Bumm. Und dann hast du gelegen. Ja, siehst du. So, dürfen wir jetzt nochmal? Ja, wir dürfen nochmal. Das machen wir doch mit Freude. Wieder Items? Natürlich. Uns fehlt noch ein Dreierpack. Gibt's ja garantiert nochmal. Na, siehst du, da vorne warten sie schon. Sind sie nicht brav? Sind sie nicht brav? Sie haben gewartet. So, wie man's wünscht. Ja, ich weiß, den einen habe ich jetzt nicht mit drin, aber lieber zwei als einen, ne? Im Bonusschaden. Geh doch. Okay. Und wir müssen, ach ja, direkt in die Ecke. Oh, ist ja super. Komm ab in die Ecke. Chroma, ab mit dir in die Ecke. Überleg erst gar nicht. Ach, verdammt. Wollten sie gleich wieder alle was davon haben. Na ja, dann hier. Friss mein Laser. Und fapp, da war er weg. Alles schick. Jetzt gehen wir erstmal in die Konsole und kriegen auf die Fresse. So kennt man es ja, ne? Der Hauptcomputer der Chemiefabrik. Ich habe Zugang. Ausgezeichnet. Die Schutzmaßnahmen habe ich gleich ausgeschaltet. Yeah. Ruht euch einen Moment lang aus. An ihrer Verteidigung vorbeizukommen war bestimmt nicht einfach. Ah. Nur noch eine Sekunde und da, ich bin drin. Yay. Da haben wir es. Schön. Alles über die Gifte, ihren Zweck und diese Chemikalien. Das Imperium benutzt sie, um alle Evoki auf Nar Shaddaa zu töten. Vielleicht eine Gefälligkeit für die Hutten. Sie sollen alle bezahlen. So sieht's aus. Wir müssen diese Gräueltaten beenden. Wir dürfen keine eigenen begehen. Es scheint, diese Chemikalien werden in einer Art Vernichtungsanlage verwendet, die von Commander Virgo ist geleitet wird. Dieser Schatten. Ihr müsst die Anlage stürmen und sie stilllegen. Jetzt. Ich sehne mich schon lange nach einem guten Kampf. Danke. So sieht's aus. Ihr habt den Dank der gesamten Evoki-Gemeinschaft. Schafft es in die Vernichtungsanlage und findet einen Weg, sie stillzulegen. Nicht das Problem, oder? Yay! Eric, wo kommst du denn her? Du bist auf mich gesprungen. Er hat einen Sprung gemacht, hast du gesehen? Krass, oder? That is a crasser dude. So. Haben ja schon wieder einiges fürs nächste Level gespeichert. Ich wollte sagen, gepaart. Aber gepaart haben wir ja nicht hier. Ja, keine weiblichen und männlichen EPs, oder? Oder doch? Nein. Glaub nicht. Also jetzt sollen wir hier hoch, oder? Was hier oben? Nee, nicht hier oben. Nebendran. Hui! Ein da in die gute Stube. Na, lass mich raten, ich soll ja garantiert wieder Bonusaufgaben machen. Kennen wir ja alles schon, ne? Feuer frei. Jupp. Alle töten, die da drin sind. Das kriegt man gerade so hin. Hatten wir hier nicht noch was ganz Tolles? Gut. Es war zwar nur ein Unterbrechungsschuss, aber hey, ich muss mich auch bald wieder heilen, ne? Wäre aber nicht schlecht. Gerade gesehen. Und was müssen wir noch machen, Leute? Überlegt's euch. Ah, was müssen wir noch machen? Wir müssen uns noch patchen, genau. Buffen meine ich. Buffen, wo ist mein... Ich muss den unbedingt mal hier rausziehen. Mensch. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Wir ziehen jetzt den Buff hier rüber. Genauso wie den Heldenmoment. Braucht man bis jetzt übrigens noch nicht einmal. Ist euch das mal aufgefallen? Bisschen armselig. Nicht schlecht. Ich dachte schon, mir wird übel, wenn mich diese Imperialen noch einmal anrühren. Ich bin Calder Biss, Agentin der Republik. Hat Garnok euch geschickt? Ja, hat er. Ich habe die Chemiefabrik für ihn ausgeschaltet. Schön, dass er euch gefunden hat. Ihm läuft die Zeit davon. Virgost, der Kommandant hier, ist ein Ungeheuer. Als ihr die Chemiefabrik zerstört habt, wurde das Morden hier noch schlimmer.
Okay. Jetzt versteckt Vergust sich in seinem Kommandoposten und tötet Evoki. Das gehört zu seinem Vernichtungsprogramm. Ihr müsst ihn eliminieren. Er wird für jedes Leben bezahlen, das er auf dem Gewissen hat. So sieht's aus. Wenn das nur möglich wäre. Findet ihn schnell. Ich hole Verstärkung von der Republik. Okay. Beeilt euch. Schaltet Vergust aus. Dann ist sein Vernichtungsprogramm Geschichte. Mhm. Mach mal. Wo ist er denn? Der Gute. Irgendwo da hinten. Gut, wir machen jetzt hier erstmal die Tür auf, ne? Bip, 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 bap, bup. Sieht ja nach einer richtig wichtigen Aufgabe hier aus. Ah, das war die falsche. Hätte ich vorher schmeißen müssen, die Granate. Das ist ja scheiße gelaufen, ne? Oh. Ihr seid tot. Und... Oh, wow. Da sind gleich zwei von euch. Das wird hardcore. Haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir nochmal ein Pack. Und ich glaube, danach habe ich es geschafft, ne? Yay! Bonusaufgabe abgeschlossen! Yes! Jetzt können wir uns um den großen Dicken kümmern da hinten in der Ecke. Diesen Vergost, oder wie der heißt. Dieser vergostete Typ. Auf zur Verkostung. Meine Arbeit ist fast vollendet. Fast. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Natürlich. Niemand kann das. Natürlich. Schon bald seid ihr nur ein weiterer toter Fremdling auf meiner Liste. Das bedeutet den Tod. Ihr seid so töricht, wie ihr dumm seid. Das werde ich genießen. Wenn ihr davon ausgeht, dass wir töricht und dumm sind. Wisst ihr was? Wir benutzen ihn sonst nicht. Ah ne, falsche Fähigkeit, komm. Und bumm. Du stirbst jetzt. Das Imperium hat jahrzehntelang an dieser Operation gearbeitet. Es wird hier nicht enden. Natürlich. Seid still, Vergust. Ihr seid erledigt. Ach so, ich hab gedacht, wir dürfen ihn töten. Tötet das Monster. Wartet. Ich weiß alles über die anderen Vernichtungsanlagen. Ihr könnt es euch nicht leisten, mich zu töten. Er lügt. Tötet ihn! Ihr seid schlauer als sie, Soldat. Ihr braucht mich lebendig. Genießt die Gastfreundschaft der Republik. Verdammt. Ihr werdet euer ganzes Leben dort verbringen. Hoffentlich macht ihr das Richtige. Überlasst die Entscheidungen euren Vorgesetzten, Mädchen. Ich freue mich schon darauf, euch zu befragen. Oh ja. Das fühlte sich gut an. Ihn auszuschalten war das Richtige. Cool. Die republikanischen Truppen haben mich gerade kontaktiert. Ihr habt die Anlage eingenommen. Und Calda, wo ist sie? Hier drüben, Chief. Euer Freund hat mich gerettet. Und Commander Vergust gefangen genommen. Obwohl er den Tod verdient hätte, wenn ihr mich fragt. Ist wertvoller, wenn er lebendig ist. Ist er von größerem Nutzen, wenn er noch lebt. Ja, was für imperiale Geheimnisse er auch versteckt. Wir werden sie finden. Mhm. Ich muss mich verabschieden. Die Überlebenden treffen jetzt ein und sie brauchen meine Hilfe. Yes! Die Evoki stehen in eurer Schuld. Ihr habt uns die Kraft gegeben, weiter um unsere Heimat zu kämpfen. Ja. Haben wir. Garnuk hat recht. Ihr solltet stolz sein. Und ich will euch nicht weiter aufhalten. Ich übernehme jetzt. Super, danke. Ihr könnt eure Hilfe in den Schattenstadt gebrauchen. Wenn ihr interessiert seid, sucht San Loren auf. Er gehört zum SID. Okay. Okay, und noch mehr EP. So, jetzt lasst mich doch nochmal ganz schnell rausfinden. Wir mussten hier noch irgendwo im Industriesektor hin, stimmt's? Ja, dann teleportieren wir uns hier erstmal raus, damit wir nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen. Und dann schauen wir uns doch mal schnell um. Yay, haben wir es mal wieder geschafft. Haben wir mal wieder den Leuten ordentlich auf die Finger gekloppt. Ja, so wie immer. Ja, cool. Jetzt ist die Frage. Ach Gott, wir müssen auf die andere Seite. Gut, ja, haben wir mal wieder nichts zu tun, ne? Ziehen wir mal los. Okay. Dauert ja nicht lang. So groß ist dieser Kartenabstrich ja auch nicht. Kriegt man schon irgendwie gedeichselt. Na, machen wir ja alles nicht zum ersten Mal. Ja, ja. Södele. Dann werden wir uns jetzt erstmal um unsere Hauptaufgabe kümmern, mit diesen Nialpiff reden. Die Leiter aufsteigen. Auch ein super Ding. Ist das ja so? Ja, Leiter aufsteigen? Genau. Da wollen wir hin.
Da wollen wir hin, da wollen wir mal gucken, was passiert. Und dann werden wir garantiert wieder verraten. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich vertraue diesen Jonas nicht. Der ist irgendwie ganz komisch. Ist ganz komisch. Hui. Feinden ausweichen. Juhu. Und die nächste links, genau. Kann man eigentlich auch so ein bisschen schräg fahren, oder? Hui. Oh, oh, oh. Jo, wie so ein Pro. Haha, jeden Feind umgangen. Wow, geil. Und wir haben sogar richtig viel Zeit gespart. Jetzt, wo ich mich ein bisschen hier mit den Gleiter auseinandergesetzt habe, dass wir ein bisschen schneller sind, ne? Solltet demnächst noch mal ein bisschen Kohle rüberschicken. Sicherheitsstation von Club Vertica. Wir gehen in einen Club. Wetten, ich darf nicht rein. Kennen wir ja auch schon. Oh, da ist ja schon Nialpiff. Nialpiff. Piff, paff, puff. Gebt mir Deckung, ich kümmere mich dann um alles. Was? Ich gebe dir Deckung und dann kümmerst du dich um alles? Was? Ach so, stimmt ja. Da war ja was. War ja das mit diesem komischen Hacker. Hacker. Es ist ein kleiner Hacker. Hack dich rein. Puff. Okay, was brauchst du? Alles klar, dann schauen wir mal. Gut. Gut. Das ist perfekt. Wir haben das primäre Zugangsprotokoll umgangen. Okay. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Daten verändern, um unsere Spuren zu verwischen. Ich muss mich konzentrieren, Nial. Lenk mich nicht ab. Was? Oh, Entschuldigung, kein Problem. Tägliche Einnahmeberichte, jährliche Umsatzschätzungen, VIP-Profile. Feinde im Anmarsch, Lieutenant. Bosca, Hagua Bosca. Da sind sie, schalten sie aus. Sind ja die stärksten Söldner, die sie haben, ne? War da nicht was? Ah, es sind gleich drei Stück! Nein, wie könnt ihr nur? Oh Gott, Hilfe! Tötet sie. Ja, ist gut. Fahr runter, fahr runter, fahr runter. Alles in Ordnung. Was haben wir denn da? Eine Kryogranate wäre vielleicht genau das Richtige, damit er erstmal sich ein bisschen abkühlt. Oh, ich hätte jetzt auch gerne eine Kryogranate. Es ist so eis... Die wäre so eiskalt, ne? Siehst du? Und es ist so scheiße warm in diesem Zimmer. Es ist so verdammt warm. Gut, gut, gut. So, das hätten wir. Wunderbar. Fertig? Können wir jetzt los? Was? Nein, tut mir leid. Das war nur ein Transfer. Ich habe ein paar Credits verschoben, damit es so aussieht, als hätte jemand die Konten des Casinos geplündert. Damit niemand auf die Besucherliste schaut. Da kommt noch jede Menge Ärger auf uns zu. Jetzt setze ich euch auf die Besucherliste. Nur noch einen Moment. Wenn ihr nicht gleich fertig seid, knalle ich euch selbst ab, Nial. Aber Bosca, Puño. Tötet sie alle. Bosca, Bosca. Es gehört Bosca. Wo ist der Basta? Bosca, Bosca. Oh, ey, ey, ey. Diese Verteilung finde ich nicht schön. Alter Schwede, er hat mir richtig auf die Fresse gegeben. Siehst du das? Ich hätte gern noch eine Bacta-Infusion. Danke. Oh, super. Klasse, hat er gut gemacht. Ich bin stolz auf ihn. Sagst du was? Gut, sind wir jetzt fertig? Pass auf, da kommt jetzt wieder... Ah, nee, nee, ich habe jetzt noch ein bisschen was da gemacht und so. Noch das und das? Gut, fertig. Ich bin fertig. Stehe ich auf der Liste? Ist alles erledigt? Ja, alles geritzt. Gehen wir endlich. Okay. Ist gut. Alles gut. Ich komme klar. Von hier aus schaffe ich es allein. Aha. Danke, dass ihr mir Deckung gegeben habt. Ihr seid wirklich klasse. Ist doch nicht der Rede wert. Club Vertica. Hört sich mal, als ob er gesoffen hat, Alter. Ich sage Jonas Bescheid, dass alles gut gelaufen ist. Danach nehme ich mir eine Woche frei. Man sieht sich. Je, oh Mann, ist doch nicht die Rede wert, ey. Ja, easy, Mann. Ah, der hat was, der Typ. Okay. Jetzt müssen wir zurück zum... Achso, jetzt sollen wir zu diesem Casino. Casino. Geh nicht gerne ins Casino. Ich verliere immer nur Geld. So. Viel Glück hat kein Mensch. Seitdem ist es gestellt. Okay, wir können uns erstmal wegteleportieren und dann können wir eigentlich schon mal sagen, bye bye. Oder so. Weil unsere Folge ist eigentlich soweit wieder zu Ende. Und ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Also mir hat's gefallen. Wir haben unsere Aufgaben weiter vorangetrieben. Wir können jetzt endlich in einen Club rein, denn wir haben uns in die Liste einhacken lassen. Ist doch auch mal was Tolles, oder?
Wir müssten jetzt hier in dieses Teil oder wir müssten dort runter. Wir gehen dann erstmal unserer Hauptaufgabe nach. Und während ich dort schon mal hinfliege, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag mit mehr Belüftung, als ich hier habe, weil ich ja nicht irgendwie den Nachbarn ärgern möchte, mache ich immer das Fenster zu, damit er mich nicht die ganze Zeit labern hört. Ja, wie gesagt, wünsche euch einen wunderschönen belüfteten Tag. Es ist immer noch sehr warm. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber es ist nun mal so. Es ist ein verdammt warmer Sommer. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Falls es gefallen hat, Daumen hoch. Favorisieren, abonnieren, liken. Und ja, bis dann. Tschüss, euer Chroma.